Hallo. Ja, ich melde mich auch mal. Ich glaube, ich habe jetzt 2 Tage nicht gefilmt. Und gefühlt ist heute der Sommer ausgebrochen. Wir haben 21 Grad. Ja, ich dachte auch heute so, was geht denn jetzt ab? Auf einmal richtig warm. Ja, wir haben es aber auch schon späten Nachmittag, jetzt glaube 5. Und ich habe mir jetzt erstmal was zu essen gemacht. Einfach Nudeln gekocht. Mit bisschen Frischkäse und Kräuterfrischkäse durch. Maggi. Das, was so noch der Kühlschrank und so hergibt. Und ja, dann habe ich heute geputzt. Muss später noch ein bisschen, nicht später oder morgen früh noch weitermachen. Betten habe ich bezogen, weil morgen ja meine Freundin zu Besuch kommt. Wäsche gewaschen und ja, wenn das Wetter jetzt ja so bleibt, wäre ganz schön, wenn ich spazieren gehen oder sonst irgendwas mal machen. Ja. Ich werde jetzt hier erstmal essen. Und dann melde ich mich später nochmal, weil ich auch auf ein paar Kommentare eingehen möchte, die so unter meinen Videos geschrieben wurden. Ich bin da auch schon schriftlich drauf eingegangen, aber so manche Kommentare sind wirklich so ein bisschen mehr Kacke, einfach Kacke. Ja, ich werde jetzt hier erstmal essen und dann melde ich mich dann aus dem Bett mit meinem Tee wieder. Bis später! So, jetzt bin ich im Bett. Wie man sieht, ist meine andere Bettwäsche drauf. Also, ist eine andere Bettwäsche. Eine sommerlichere. Die anderen waren ja immer so warm. Und jetzt habe ich mal ein bisschen dünner, farbenfroher. Und ja, ich wollte da nochmal drauf ansprechen, auf ein paar Kommentare. Also, es waren ja einige mehr. Aber ich habe jetzt nicht alle gelesen, weil das war dann irgendwann zu viel. Dass mir da vorgeworfen wird, wegen dem Geld, aber halt Kaffee trinken fahren ständig und Nägel machen und Netflix haben, Laptop haben und was weiß ich, wo ich mir dann denke, ich habe in dem Video gesagt, dass Netflix und Amazon und sowas, dass das alles über eine Freundin läuft. Das Einzige, was ich habe, ist Spotify und da wird dann halt auch geteilt. Also Spotify hat man ja bis zu 5 Personen und da habe ich dann halt den Hauptaccount und dann wird mir dazu dann auch was gegeben. Eine andere Freundin hat Netflix. Ich gucke dann über ihren Account mit Netflix oder so. Also ich bin wirklich, wie man auch dann mir vorgeworfen hat, ja. Ich würde alles kündigen und so, mache ich, habe ich. Ich hab, einzig, was ich habe, ist Spotify. Und da kriege ich dann halt auch noch von den anderen 4 Leuten, kriege ich dann auch noch Geld dazu. Und ja, mein Internet hatte ich ja gekündigt gehabt. Letztes Jahr. Jetzt kam ich aus Hurghada wieder und ich hatte kein Internet mehr hier und dachte so, was ist das jetzt hier? Weil ich eigentlich gedacht habe, ich habe das irgendwie nur runtergestuft, weil es auch viel zu hoch war. Nee, das war komplett gekündigt. Musste ich halt also jetzt neu machen, aber halt günstiger, nicht wie vorher. Ich gucke schon, wo ich sparen kann. Ich trinke keinen Kaffee in der Stadt, weil das so teuer ist. Vor allen Dingen auch Starbucks. Ich war schon ewig nicht mehr bei Starbucks, weil ich das auch generell einfach nicht mehr einsehe, 5 € oder so für einen Kaffee auszugeben bei Starbucks. Ich frage mich jetzt im Nachhinein, wie doof warst du eigentlich immer? Ständig in der Stadt dir einen Starbucks-Kaffee zu holen. Da schmeckt ein 2 € Chibo-Kaffee genauso gut oder noch besser. Also, na, manche Dinge reflektiere ich auch selber und brauche da nicht jemanden, der mir das dann irgendwie vorwirft oder so. Genauso mein Laptop. Ich habe ja die ganze Zeit einen iMac gehabt, aber den habe ich auch damals schon gebraucht von einer Freundin abgekauft. Der jetzt mit Sicherheit 10 Jahre alt ist und man weiß bei
Apple-Produkten, dass sie schnell ihren Geist aufgeben. Dadurch, dass ich aber den iMac auch zum Arbeiten brauche, hatte meine Mama letztes Jahr gesagt, irgendwann im Sommer, du, wir gehen mal gucken, ob wir einen günstigen Laptop für dich finden, der halt leicht ist. Dadurch, dass du ja dann auch immer verreist nach Hurghada, da den ja auch brauchst, gucken wir nach einem kleinen, leichten, günstigen. Ich spendiere dir den oder du gibst halt ein bisschen was dazu. Ja, dann haben wir halt den gefunden. Der kostete, keine Ahnung, 350 Euro oder so. Ist ein tolles Gerät, also ist jetzt nicht so super modern, aber er ist leicht, er ist klein, er erfüllt seine Zwecke. Ich kann meine Sachen auch drauf gucken, kann damit arbeiten und fertig. Klar hätte ich auch gerne lieber ein iPad, nee, hier, hier diese Mac-Dingens hier. Na, iPad, nee, iPad ist ja das andere. Ja, diese MacBooks. Ja, aber nie im Leben gebe ich dafür 1300 Euro oder 1500 Euro aus. Auch wenn ich es jetzt hätte. Ne? Also, das sind so Dinge, wo ich auch denke, okay, da sehe ich selber mal realistisch und denke mir so, nee. Vor allen Dingen, wie dumm von mir wäre das, wenn ich jetzt hier ein MacBook hätte und zeige euch hier, ja, hier so bin ich hier, gucke Fernsehen und so und hier steht ein iPad. Nein. Apple. Ihr wisst, was ich meine. Also, da würde ich doch selber dumm vorkommen und vorher dann fragen, ob man mir hilft. Also, ne? Genauso, morgen kommt meine Freundin zu Besuch, die ich ja in Hurghada kennengelernt habe. Ich freue mich sehr, dass sie kommt, weil sie bleibt eine Woche. Aber im Nachhinein denke ich mir so, ich habe keine Kohle. So, was für ein beschissener Gastgeber bin ich denn? Also, aber sie weiß das. Sie sagte, das kriegen wir schon irgendwie hin. Aber trotzdem, also so dieses Angreifen von einigen von euch, so genauso, ja, ich habe ja ein Video dazu gemacht, warum, wieso, weshalb. Aber man muss auch mal bedenken, man möchte sich auch nicht komplett in einem Video nackig machen, weil klar, ich verstehe das zu 200% für die Leute, die mir helfen, geholfen haben, dass sie das nochmal gerne wissen möchten, detaillierter, gar kein Problem. Ich habe geschrieben, schreibt mich gerne privat an, ob am besten Instagram, da sieht man das am besten, weil hier auf YouTube kriege ich das irgendwie nicht geschissen mit den Nachrichten. Dann erkläre ich es nochmal, aber nicht für jeden, weil es ist halt, wie gesagt, das Internet und man weiß, wie die Anonymität im Internet ist. Und dass es da nicht nur Gutmenschen gibt, das weiß man auch. Und einfach nur zur Belustigung oder so, indem ich mich da offenbare und offenlege, warum es mir so scheiße geht und auch gesundheitlich. Also ich habe auch keinen Bock, jeden Tag darüber zu reden, wie kacke es mir geht. Aber so wie es mir im Moment geht, ging es mir noch nie. Und ich möchte auch einfach nur eine Lösung finden und wissen, was da jetzt Sache ist. Weil mir geht dieses Gejammer ja selber auf den Nerv. Und wie gesagt, also diejenigen, die mir geholfen haben und da gerne noch was wissen möchten, die können mich super gerne anschreiben, entweder per E-Mail oder per Direktnachricht hier, Instagram. Aber dass ich das für jeden öffentlich mache, das möchte ich auch nicht, weil es gibt ja spezielle Foren, wo die sich darüber lustig machen. Also ich habe da schon jahrelang nicht mehr reingeguckt, aber da kann ich mir gut vorstellen, dass es da wieder Thema ist und so, aber ne, oder halt Leute, die einfach nur so Langeweile haben und dieses, ja, einfach wissen wollen, was da Sache ist, sehen, ihr geht scheiße und die geilen sich daran auf. So, sowas halt. Und das möchte ich dann einfach nicht.
Bei den anderen kann ich es wirklich zu 200% verstehen, dass sie gerne wissen möchten, was da ist und so. Aber wie gesagt, das möchte ich dann gerne privat klären und nicht komplett öffentlich. Und ja, deswegen, ich hoffe, ihr versteht das. Ansonsten sind so viele liebe Nachrichten und auch gerade Instagram. Also Instagram ist schon die Kommunikation am besten und am einfachsten. Da heiße ich genauso wie hier, Kleine Meller 81. Da könnt ihr gerne mal gucken und da können wir dann uns gerne austauschen. Aber wie gesagt, ja, das wollte ich einfach nur mal sagen. Also, und Nägel ist genau das gleiche Thema. Ich habe mir vor Jahren mal hier so ein Set bestellt mit UV-Lampe, mit Tipps, mit Gel und mit alles Mögliche. Das ist jetzt Acryl, das habe ich immer in Hugada machen lassen, weil Acryl hält bei mir immer besser. Aber halt dieses Ausbessern, wenn es rauswächst hier hinten, feile ich dann an, mache dann so ein bisschen Gel und dann in die Lampe und vorne auch, wo ich hier angekommen bin, habe ich dann auch mir erstmal vorne Glitzer-Dingens hier gemacht. Ich habe den Lack noch hier. So waren meine Spitzen vorher. Die habe ich damit einfach gemalt. Jetzt habe ich dann wieder abgefeilt und habe den jetzt ein bisschen mit Weiß gemacht, weil ich einfach diese Veränderung möchte und renne dann aber nicht dann extra ins Nagelstudio und bettel vorher irgendwie um Geld. Also bitte. Ja, das sind halt so Dinge, wo man vielleicht ein bisschen mehr hinterfragen sollte, als bevor man da irgendwie richtig Behauptungen aufstellt und so. Ist schon recht schade. Aber klar kann man es einerseits verstehen, aber ja, das wollte ich jetzt mal sagen. Ich habe jetzt schon wieder 10 Minuten gequatscht. Ich muss gucken, ob ich das Video hochladen kann, weil Speicherplatz ist auf dem Handy auch nicht vorhanden. Ja, das wollte ich nur mal einmal loswerden. Und ich hoffe, ihr, ja, versteht das jetzt so ein bisschen und dann.